damals 2-0 in Turin und dann ein 2-3 in Turin, das reichte. Trauen Sie ein ähnliches Husarenstück der heutigen Dynamo-Generation auch zu? Wie wir wissen, sind alle italienischen Mannschaften, Clubmannschaften sehr gut besetzt und auch die Mannschaft von AS Rom. Aber ich glaube, wir haben vor 15 Jahren auch gegen eine renommierte Mannschaft gewonnen. Und warum sollte das unserer heutigen Generation nicht gelingen?